Hallo Leute, willkommen in Rising World, wieder mal auf den Server der Hessensträuche. Ich habe euch ja versprochen, dass wir mit kurzen Let's Shows euch mal den Fortschritt zeigen, wie unser Stadtkern hier sich weiterentwickelt, vor allen Dingen die Burg. Wir sehen hier schon mal in der Außenanlage schon die ersten neuen Ideen hier von Deidre. Sie hat hier uns einen wunderbaren Marktplatz schon hingestellt mit den Möglichkeiten, die wir bis jetzt haben. Also Tomaten, komplette Pflanzen hier in den Kasten drin, ein paar Kürbisse hingestellt, hier unten noch ein paar Blumenkästen. Da hinten entwickelt sich auch ein bisschen schon was, dass wir hier die Sache auch ein bisschen bunter, ein bisschen ausgeschmückt haben. Ja, wir haben unsere Burg soweit erstmal schon von der Außenfassade verändert. Sieht schon ganz vernünftig aus. Und dann hat sich der halbe Server beigemacht, einschließlich Deirdre, dann Pinky, Manta, Access. Also viele haben hier drinnen dann mitgewirkt an der Verschönerung. Ihr seht zum Beispiel unser Pinky hat hier erstmal wieder ein paar Bauvorschläge draußen ausprobiert und wir schauen uns mal die Sache jetzt von drinnen an, wie weit wir da gekommen sind. So, unser Innenhof sieht nun doch schon ein bisschen anders aus. Ich mach mal ein bisschen Licht an, dass man etwas mehr sieht hier. Ja, wir haben hier schöne, runde, schwere Tische zu stehen mit den entsprechenden Laternen drauf hier. Es ist bisschen mehr Platz auf den Hof. Kerzen wurden aufgestellt. Ja, und alles hier ringsherum richtig schön verbessert. Und man sieht, hier hängt mit drin die Arbeit einer Frau. Ja, also alles schön mit Blumen geschmückt hier. Diese Absperrung doch ein bisschen besser gemacht. Hier, das werden wohl die entsprechenden Speisetafeln werden, denke ich mal, was alles im Angebot ist. Also ist hier erstmal der Hof, hat sich bedeutend verändert und die Leute haben hier ihre Ideen mit einfließen lassen. Hier war beim letzten Mal noch ein riesiges Loch. Und schauen wir uns mal jetzt drinnen an. Wie gesagt, hier ist der Vorteil, komplett einer Baugemeinschaft, ja, hier hat jeder seine Ideen mit einfließen lassen und das ist dabei rausgekommen, unsere erste kleine Wetterstube, die hier unten fertig ist, ist doch eine richtige tolle Sache gewesen. Schön mit Kissen auf den Sitzbänken drauf, Tischdeckchen mit drauf, hier eine größere Tafelrunde für Gäste. Hier werden hier gibt es Schwein am Spieß hier. Ja, denn die ersten Verzierungen sind an den Wänden dran. Ne? Ja, eine richtige Keule, mit dem man Backpfeifen verteilen kann. Ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen Wandschmuck. Hier ist schon Holz aufgestapelt für unseren Grill natürlich. Hier die große Theke. Also ihr seht schon wieder viel, viel filigrane Arbeit dabei. Bierkrug, Tablet und hier auch ein Wappen schon. Also mit Kleinarbeit, Fummelarbeit bekommt man hier eine ganze Menge hin. Ein herrlicher Burgkeller geworden. Da kann man nur zu den Leuten sagen, Daumen hoch. Ja, das soll ja dann noch weitergehen hier nachher in den oberen Etagen. Da soll noch ein zweiter Speisesaal reinkommen. Gehen wir mal kurz hoch, gucken wir mal. Hier erst in dieser Etage, da werden dann die entsprechenden Hotelzimmer oder Unterkünfte, Notunterkünfte, Kurzunterkünfte eingerichtet. Ja, hier braucht nicht allzu viele Rennen, das sind ja nur so für
Unterkunft mal für eine Nacht in einer Burg. Das wird natürlich auch alles noch gemacht. Runter Blick zum Burgkeller. Dann gehen wir mal noch eine Etage höher. Da kommt dann eins höher noch ein zweiter Speisesaal hin. Und hier sehen wir auch schon die ersten Vorarbeiten dafür. Die sind schon da. Ich glaube, hier hat sich Manta noch so ein paar oder ist noch am Basteln von bestimmten Ideen. Ja, das wird eine andere Art von Speisesaal. Also hier wird noch einiges passieren. Ja, oben in der Burg wissen wir auch noch nicht genau, was wir darin machen. Vielleicht kommt hier noch ein dritter Saal drin, so für Hochzeiten oder ähnliche Geschichten. So, hier soll ja denn die kleine Bühne hin. Hier sind wir auch erstmal noch am Rumbasteln und Rumtesten. Leider reichen natürlich diese Vorhänge nicht runter. Nun weiß ich noch nicht, ob ich das dann erstmal noch mit Postern machen werde. Oder ob es da noch eine andere Lösung mit die Vorhänge gibt. Ich habe da schon so eine kleine Idee. Ja, hier werden wir diese Bänke dann mit aufstellen. Natürlich auch so, dass man nebenbei hier essen und trinken kann beim Theater. Da nehmen wir die Idee hier mit auf, die unten der Pinky da schon gebaut hat. Und die oberste Etage ist dann hier noch, wo der Ausgang sein soll. Hier geht es dann noch mit einer Treppe, mit einer Brücke runter, wird verbunden zur Straße. Und hier soll noch so ein kleines Museum dann drin. Also wie gesagt, das passiert hier an dieser Burg noch so einiges. Ah, im Moment, unsere Didri ist zwar nicht da, aber ich will mal schnell noch rüberfliegen zu ihr. Sie hatte ja im Forum da schon ganz tolle Bilder von ihrem Swimmingpool gezeigt. Und ich möchte euch mal hier zeigen, wie weit sie da schon ist mit ihrem Bau. Ich will jetzt nichts weiter dazu sagen. Ich gehe auch nicht rein bei ihr. Das soll sie dann mal selber kommentieren. Und hier seht ihr ihren tollen Pool mit den entsprechenden Liegestühlen. Da ist sogar noch ein zweiter Pool dazu gekommen. Also eine richtig fantastische Sache. Hier hat sie sich auch wieder unheimlich Mühe gegeben. Wir kennen sie ja nun mit der Zeit schon so. Sie ist sehr akribisch und das muss alles stimmen bei ihr. Ja, also fantastisch geworden. Tolle Sache. Ja, mehr will ich jetzt hier noch nicht zeigen von ihr, das will sie bestimmt alles selber zeigen, aber nur mal für euch so als kleinen Vorgeschmack, wenn die Sache hier bei ihr dort fertig geworden ist. Gut, ja Leute, das war's mal hier wieder als kleine, klitzekleine Let's Show nur. Ich werde euch weiter berichten über die Entwicklung hier der Burg im Stadtkern der Hessenstrolche. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal noch. Ehe ich's vergesse, ich möchte mich bedanken bei all denjenigen, die meine Videos anschauen, bei denjenigen, die natürlich auch einen Daumen hoch machen und einen Kommentar dazu schreiben. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Leute, die mich bis jetzt abonniert haben. Also schaut weiter meine Videos. Wir sehen uns wieder. In den Workshops, bei dem Bau der Pyramide, bei dem Bau unserer Siedlung oder hier bei der Verbesserung des Stadtkerns auf den Hessenkirchen. Also tschüssi und bis zum nächsten Mal. Bye bye.